Hallo liebe Volleyballfans, ein neues Devil X von Adidas da. Das Handballmodell hat zwar kein Modellupdate, sondern eigentlich hauptsächlich nur ein Farbupdate. Trotzdem gibt es in der flachen Variante ein paar Unterschiede zu den früheren Modellen. Welche genau, das zeigen wir euch jetzt gleich im Detail. Das Devil X ist das Handballmodell von Adidas und ist ein extrem stabiler Schuh. Ihn gibt es einmal in der Mid-Cut-Variante mit einem höher gezogenen Schaft, als auch in einer flachen Variante. Beide Modelle kommen jetzt neu raus, 2019, sind aber etwas unterschiedlich aufgebaut. Die Mid-Cut-Variante ist noch wie das Modell, das wir von 2018 kennen. Das flache Modell hat sich aber etwas verändert. Zum einen ist hier das Obermaterial neu. Man sieht hier vorne schon, früher war das ein Mesh-Upper. Jetzt haben wir hier so eine Art Gummikappe, die vorne drauf ist. Außerdem hier hinten die Booty-Konstruktion ist jetzt mehr aus einem Stoffmaterial gefertigt. Das ist zwar sehr grobmaschig und dadurch wahrscheinlich auch sehr atmungsaktiv. Hier vorne in diesem Obermaterial sehe ich jetzt zumindest aber keine Möglichkeit, dass die Luft tatsächlich aus dem Schuh raus kann, dass der Schuh atmen kann. Trotzdem auf jeden Fall ist das Obermaterial neu. Das heißt, es ist aus einem Stück gefertigt, wodurch hier diese Verstrebungen schon quasi in dem Obermaterial drinnen sind. Die sind nicht mehr draufgeklebt und sind dadurch natürlich auch besser haltbar. Schauen wir uns an, wie das Devil X überhaupt aufgebaut ist. Das heißt, man hat hier eine Sockenkonstruktion, eine Booty-Konstruktion, wo man mit dem Fuß tatsächlich ganz angenehm wie in einen Socken hineinschlüpfen kann. Die Socke ist umgeben von dieser Art Schale, die eben um den Socken außen rum gelegt ist. Hier hinten sehr stark stabilisiert durch so extra Verstrebungen, die wirklich im Mittelfußbereich eine enorm hohe Stabilität gewährleisten. Gehen wir weiter nach vorne, ist dann dieses PU-Material, das sich hier im Vorfußbereich ergibt. Das ist deutlich flexibler als im Mittelfuß und lässt dadurch viele Bewegungen auch zu. Die Dämpfung ist hier eine Adidas Boost-Dämpfung, die quasi ein Schaumstoff ist, die extrem weich und vor allem auch reaktionsfreudig ist. Das heißt, hohe Sprünge, bei hohen Sprüngen wird die Energie gespeichert und auch wieder an den Sportler abgegeben. Die Außensohle ist weiterhin die gleiche vom Stabil X. Man hat hier ein asymmetrisches Muster. Hier fehlt der Drehpunkt, den man typischerweise aus dem Volleyball kennt, aber es ist natürlich eben auch ein Handballmodell. Hier hinten nochmal viele Verstrebungen, viel Stabilität im ganzen Schuh. Das sieht man auch, wenn man den Schuh hier jetzt mal versucht zu drehen, dass der Schuh wirklich extrem stabil hier im Mittelfußbereich ist, nach außen als auch nach innen hin. Das Devil X ist das Handballmodell von Adidas, ist aber auch für Volleyballer besonders interessant, vor allem für alle Spieler, die auf der Suche nach viel Stabilität und einer guten Dämpfung sind. Der Devil X ist ein Unisex-Modell, das heißt für Herren und für Damen gleichermaßen geeignet. Der Schuh basiert aber auf einem Herrenriss, das heißt vor allem für die Damen wird der Schuh etwas breiter ausfallen. Der Schuh ist tendenziell eher etwas steifer im Bewegungsablauf her, deswegen empfehlen wir den Schuh vor allem größeren Spielern, die auch etwas mehr Gewicht haben. Hat euch die Review gefallen? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder folgt uns auf Facebook, Instagram oder YouTube, dann verpasst ihr keine Review mehr. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.